Boah, ist das laut. Leute, herzlich willkommen hier. Ich habe vergessen, ich muss mal kurz etwas leiser stellen hier auf meinem Öhrchen. Geht ja schon gut los hier. Oh, da dröhnt mir ja die Hutschnur weg hier. Herzlich willkommen, Freunde. Und herzlich willkommen, liebe Freunde des gepflegten Gamings. Zurück zu einem neuen Let's Play, Ping-Pong-Let's Play auf meinem Kanal. Ich heiße nicht nur Lomdom Silver, sondern auch dich. Recht herzlich willkommen hier bei Punch Club, wie der Name schon da oben steht. Nein, da oben steht. Mein Gott, Links-Rechts-Schwäche. Ja, Punch Club Dark Fist heißt das Spiel, was wir heute spielen. Und es ist wie immer kein gewöhnliches Let's Play, was wir heute spielen, denn es ist mal wieder ein Ping-Pong-Game. Und wie immer an dieser Stelle ein kleiner Hinweis darauf, was überhaupt ein Ping-Pong-Game ist, damit du nicht ganz im Unargen bist. Ein Ping-Pong-Game besteht letztendlich aus einem Spiel aus 5 Folgen, à 20 Minuten, was ich dann spielen werde. Und in der 5. Folge werde ich mir dann am Ende der 5. Folge ein Spiel für Frittenfriseur LPs überlegen, was er dann zu spielen hat. Wiederum 5 Folgen, à 20 Minuten. Und er wird in der 5. Folge mir dann wieder sagen, was wir spielen werden, oder was ich denn spielen werde. Und so geht das Ganze hin und her wie ein Ping-Pong-Spiel. Und ich muss gestehen, es ist immer noch etwas verdammt laut auf meinem Ohr. Und deswegen, nochmal ganz kurz etwas leiser stellen. Boah, Freunde. Ja, also, Punch Club, ich weiß nicht, ob ihr die letzten, Ping-Pong-Spiele geguckt habt. Ich spiele übrigens Punch Club, nicht Punch Club 2, was ja auch schon released im This Juli draußen sein wird. Also, kleine Werbung für Punch Club 2 an dieser Stelle, was im Juli rauskommt. Ich nehme das hier gerade am 1. Juli auf. Jetzt ist natürlich die Frage, am 2. Juli haben wir schon, verdammt. Wann kommt Punch Club 2 raus? Wenn euch dafür interessiert, klickt mal auf den Link unterhalb in der Videobeschreibung. Da werde ich bestimmt was reingesetzt haben. Hoffentlich zu Punch Club 1 und Punch Club 2. Ja, Punch Club ist ein, ich kann es gar nicht beschreiben. Es ist ein Strategiespiel von, wie ihr habt es ja schon richtig gesehen, vom Entwickler Lazy Bear Games, Lazy Bear Games und dem Publisher Tiny Build. Ich habe es mir gerade hier auf dem Monitor gepappt. Und Lazy Bear Games ist bekannt für andere Spiele, wie zum Beispiel Graveyard Keeper, was ja auch sehr erfolgreich von vielen gestreamt worden ist und gar nicht so schlecht war. Und deswegen bin ich zuversichtlich, dass hier Punch Club auch ganz gut wird. Es hat bei Steam auf jeden Fall eine Rezension von 77% kürzlich erhalten und insgesamt eine Rezension von 82% positive Bewertung. Also von daher, ich bin nur auf jeden Fall positiv. Das wird jetzt nicht ein Überfliegerspiel werden, also kein AAA-Titel, aber ich denke mal, dass es ganz gut wird. Was ich hier noch entdeckt habe, ich habe schon mal alles eingestellt, was so möglich wäre. Und bin ich gerade aus dem Spiel raus. Warum das denn? Ah, jetzt bin ich wieder drin. Retro-Effekt an. Wir können ihn aber auch ausmachen, der sieht das so aus. Ich weiß nur nicht, was der Unterschied zu Retro. Also, außer dass die Farbgebung ein bisschen anders ist. Ich fand es irgendwie so schöner, stimmiger. Naja, ich weiß es nicht. Wir spielen auf jeden Fall einen, der ein Boxer ist. Durch das Boxen wahrscheinlich wieder zurück ins Leben kommt. Also ich kann mir das so vorstellen, dass das so eine kleine Story nebenbei läuft. Wir dann trainieren müssen und so ein bisschen Strategie, Wirtschaftsaspekte und so ein bisschen Rollenspielen so in einer Mischung drin haben. Aber nichtsdestotrotz, nicht lang schnacken. Wir lernen mal gucken, was passiert, wenn wir hier auf Spielen klicken. Wie gesagt, ich habe es nur einmal kurz angetestet, zum Gucken, ob die Aufnahme läuft. Oh ja, bei dem Aufnahmefenster sieht das sehr, sehr grob pixelig aus hier, das Ganze. Naja, ich hoffe, das wird in der finalen Version auf YouTube dann nicht so sein. Also, viel Spaß euch und mir bei Punch Club. So, also, Lea. Gut, gefühlt mich auch manchmal. Hero. Da steht ja schon mein Name, woher ist denn die das? Wie würden wir uns nennen? Pass auf. Ach, schade. Verdammt, nennen wir uns mal Balboa. Wegen Rocky Balboa. Okay, jetzt ist natürlich die Frage super einfach. Im super einfachen Modus werden deine Werte mit der Zeit nicht schwächer. Das bedeutet, dass die Spielbalance komplett kaputt ist und Punch Club viel zu einfach wird. Achievements sind deswegen nicht verfügbar. Okay. Im normalen Modus fühlt es sich so an, als wie ein wahrer Held in Punch Club zu sein. Aber ohne vor Frust deine Maus vor die Wand zu schmeißen. Okay, Hardcore ist ein bisschen so Hell-Modus, ne? Alle Gegner werden deinen Werten angepasst. Oh Gott. Freunde. Okay. Ich mach mal normal. Das scheint mir dann die normalste Variante zu sein. Hochbeladen.
Eines Tages werdet ihr besser sein als ich. Euer Potenzial ist grenzenlos. Gebt Acht auf eure Amulette. Sie werden euch dabei helfen, irgendwas zu tun. Eure Mutter ruft euch. Lasst sie nicht warten. Ja, wir hören ja gut auf ihn. Die Wolken verziehen sich. Es wird dunkel. Warum? Ich weiß, dass du mir nie zuhören wirst. Der Tod ist die einzige Option, die dir bleibt. Bam. Sei nicht traurig, mein Sohn. Du musst jetzt stark sein, stärker als ich. Versprich mir, dass du fleißig trainierst. Und wenn die Zeit gekommen ist, wirst du bereit sein. Kleiner, du bist jetzt auf dich allein gestellt, genau wie ich es war. Dein Vater hat mir geholfen, als ich Hilfe brauchte. Jetzt bin ich dran. Ich werde mich um dich kümmern. Abgemacht? Was? Okay. Das Telefon geht. Ja. Ist mir scheißegal. Das Telefon geht. Es ist mir scheißegal. Ich habe irgendwie andere Sorgen. Okay. Also, ja. Läuft denn Zeit oder so? Läuft die keine Zeit? Ich glaube, hier läuft keine Zeit, ne? Nee. Alter, das sieht so grob pixelig aus. Ich hoffe, das ist bei der Videoaufnahme nachher nicht. Da muss ich aber gleich mal nach der ersten Folge gucken. Kann ich denn noch... Warte mal kurz. Nee. Ach doch, da. Retro geht aus. Ich mach's mal so. Also, ich sehe es gar nicht so extrem wie ihr, aber ich glaube, für euch ist das die bessere Variante. Ja, ich glaube, das sieht besser aus. Scheiß auf Retro! Obwohl ich selber so alt bin. Also, ja, das ist es. So wohnen wir. Und es ist natürlich ein kleines, schmuckes, feines Ding. Ich habe keine Ahnung, was wir machen, wer wir sind. Wir haben auf jeden Fall Tag 1 mit $35. Das ist dein Geld. Gib es für Essen, neue Ausrüstung und so weiter aus. Oha, $35. Mehr haben wir nicht. Tag 1, heißt das, dass das jetzt Tag 1 des Monats ist? Und wir müssen mit $35 irgendwie noch über die Runden kommen. Alter. Naja, Telefon. Da stehen zwei Paar Schuhe. Mehr habe ich nicht. Ein Kleiderschrank. Ein paar Flaschen. Keine Ahnung, ein paar Bücher, weißt du, als ob ich jetzt hier Bücher hätte. Ein Basketball und ein Kätzchen, okay. Und wir liegen noch im Bett. Und das heißt, wir werden jetzt erstmal ans Telefon gehen, weil das Spiel ist und von uns verlangt. Oh, Alter! Hallo. Schläfst du noch? Schwing deinen faulen Hintern vom Sofa, geh zur Arbeit. Wie wäre das? Willst du so mit dir reden? Keine Lust. Okay, Frank. Frank. Ich mach's. Ja, ich habe $35, ich muss ja was verdienen. Großartig, da liegt eine Zeitung zum Tisch, mit denen du Stellen am Gute finden solltest. Bis dann. Okay. Keine Zeit, um mehr einen Job zu suchen. Oh, ich muss trainieren und frühstücken. In der Reihenfolge natürlich. Okay, hallo? Ach, das ist der Fernseher. Ich dachte gerade, das ist ein Tisch, wo dann ein Drucker draufsteht und wo ist die Spielekonsole. Aber das soll ja wohl die Konsole sein. Da. Okay, wir müssen scheinbar schon los. Wir haben gar keine Möglichkeit, uns irgendwie umzusehen. Ja, dann werde ich das wohl tun müssen. Ah, Freunde. Ja, so stehe ich auch immer morgens auf. Vor allem, ich stehe auch immer mit den Bandagen auf. Gehe ich immer nachts ins Bett. Harten Bandagen. Und die Trainingsshorts habe ich auch schon an. Warum haben die... Also, ich muss schon sagen, die Figur haben sie natürlich 1:1 nach meiner empfunden. Ist ja ganz klar. Nee, aber dann gehen wir mal los. Kann die auch so gehen oder muss ich... Nee, das ist nicht möglich. Das geht auch nicht. WASD geht auch nicht. Dann heißt, ich kann nur klicken. Klick mich ins Knie! Und ich kann nichts anderes auswählen, als dahin zu gehen. Gut, das Spiel triggert mich. Also, railroadet mich ein wenig. Triggert mich. Railroadet mich ein wenig. Ich sollte ein paar Liegestütze machen. Klar. Warum auch nicht? Guck mal, das ist der Bus vom A-Team. Ohne Witz. Das ist der Bus vom A-Team. Hier, dieser rote Streifen, der einmal so rumgeht. Zack. Und dann wieder so nach vorne. Zack. Und die roten Felgen. Geil. Was haben wir da für Poster? Stony. Ja, na gut. Das sind natürlich jetzt hier einfach nur die... Das soll Rocky sein. Ne? Ganz klar mit, wo die Szene, wo die nach oben schwingt. Mit und ich muss sagen, mit Boxen. Ich kenne mich so semi aus. Ich weiß nur, hier, ich kenne nur die Zeit von Henry Maske, Axel Schulz. Da habe ich ein bisschen mehr Boxen geguckt in den 90ern. Mit Michael Buffer. Let's get ready to rumble! Und so weiter. Aber heutzutage, wenn du mich fragst, Boxer, keine Ahnung.
kann ich dir so gut wie gar nichts mehr zu sagen. Ich glaube, ich habe viel Boxen geguckt früher, muss ich gestehen. Oh, siehst du ein Eichhörnchen? Naja. Gut, wir werden mal trainieren. Ja, klar. Okay, dadurch kriegen wir wieder die Energie. Okay, jetzt habe ich Kohldampf. Jetzt muss ich was essen. Erstmal essen und trainieren und dann frühstücken. Das ist ja klar. Da sollte noch Essen im Kühlschrank sein. Vietnamesisch von vor 3 Wochen. Vietnamesisch unter dem Bett. Limonade oder Tiefkühlpizza? Ja, hier ist dein Essen. Du kannst mehr im Supermarkt kaufen. Ich hoffe, dass ich mehr kriege als so eine Cola, Limonade und so eine Tiefkühlpizza. So wie normale Pizza, nur gefroren. Ja, würde ich auch mal vermuten. Er steht jetzt auf und hat jetzt Limonade und Tiefkühlpizza. Ich weiß nicht, wie weit das für den Körper in Ordnung ist, morgens aufzustehen und das zu sich zu nehmen. Wenn man ein Profi werden will im Boxsport, da muss man schon auf seine Figur essen achten. Jetzt genau ähnlich, Profiboxen ist quasi so wie Modeln. Man muss immer auf die Figur achten, gucken, wie man wirkt, nach außen wirkt und immer in einen Zweikampf gehen mit anderen Leuten. Das ist also recht ähnlich, muss ich sagen. Boxen oder Modeln, das wird auch immer verwechselt. Ne? Ich habe auch jahrelang gedacht, dass Heidi Klum einfach eine Boxerin ist, aber ja, und Klitschko ein Model. Aber gut, das passiert mal. Wir schauen mal. Ich würde natürlich, klar, ja, soll ich jetzt eine Pizza? Was wird da von der Limonade nicht satt? Also ich muss auch schon was essen, weil, guck mal hier, die Hähnchenkeule, da, die wird mir auf jeden Fall mit den 17 Punkten wieder ordentlich was auf dem Tacho hier Tinte auf dem Füller bringen. Mit 9 weiß ich nicht. Ich kann gar nicht sehen, was es mir bringt, ne? Hallo, Stapelbier. Warum wird das jetzt angezeigt? Ich habe übrigens ein neues Mainboard. Wer mehr wissen möchte, hört sich die Folge 29 des InScame-Podcasts an, warum ich einen neuen Rechner habe. Aber es kann sein, dass noch ein paar Einstellungen ja nicht so... Oh, Nase läuft. Nicht so sind, wie sie sein sollen. Ich esse mal die Tiefkühlpizza. Okay, jetzt bin ich bereit für einen Job. Schauen wir uns mal in der Zeitung um. Ja, hat er jetzt viel gebracht. 36. Kann ich denn nochmal... Nee, also das Spiel zieht mich gerade noch so ein bisschen tutorialmäßig nach vorne. Gutes Tutorial, muss ich sagen, weil ich jetzt nicht das Gefühl habe, dass ich jetzt hier einfach nur textmäßig da durchgeschleust werde. Ja, Text ist da, aber ich finde, das ist ganz nett gemacht, so spielerisch. Vor allem in der Garage, kein Auto, aber dafür ein Trainingsraum, ist ja auch wichtig. Unser Ziel ist es ja scheinbar, besser zu werden als alle anderen. Hier, da steht und sich anguckt, weißt du? Selbstverliebter Arschloch. So, jetzt gucken wir mal in der Zeitung nach einem Job. Nicht gerade der beste Job, aber was soll's? Hä? Ich möchte irgendwas mit Medien machen. Was haben wir denn da? Oh. Das ist also die Stadt. Ja, kann ich irgendwie... Nee, kann ich nicht. Kampfflieger. Findest du Informationen? Charakterinformationen. Warum hat der eine Zeitung da liegen? Von welchem Jahr reden wir hier? Das scheint ja so ein 80er-Jahre-Ding zu sein, wenn ich das so richtig sehe, ne? Also zumindest von dem Fernseher gerade eben. Supermarkt, hier kannst du Essen und Energy Drinks kaufen. Ich sage ja zu Energy. Okay, Arbeit, verbrauche Zeit und Gesundheit, um Geld zu verdienen. Ja, das Gefühl habe ich oft. Gut, da müssen wir hin. Wir müssen ja Kohle verdienen. Reisen. Okay, 6 Dollar, das ist ja so teuer wie in Köln, ey. Wahnsinn. Ich muss, ungelogen, wenn ich zur Arbeit fahre und zurückfahre, wenn ich mir Einzeltickets kaufe, ich muss 6 Euro, je nachdem, ob ich mit der App kaufe oder nicht, 6,20 Euro oder 6,40 Euro bezahlen. Nur damit ich zur Arbeit komme und wieder zurück. Deswegen fahre ich mit dem Fahrrad. Die Option habe ich hier allerdings gar nicht. Also ich persönlich fahre mit dem Fahrrad wirklich zur Arbeit. Und zu Fuß 3 Stunden ist natürlich heftig, ne? Ja, es wird mich wahrscheinlich fit halten, aber ich bin jetzt nicht so satt, dass ich jetzt sage, ich könnte jetzt super duper den ganzen Tag einfach dahin latschen und arbeiten und so. Pass auf, ich nehme den Bus für 6 Dollar. Ist mein erster Tag, ich werde wahrscheinlich platt sein. Komm, wir machen das. Deine Kleider, gib sie mir sofort. Deine Kleider? Yo, fang mich doch. Lauf weg. Niemals, kämpfe. Klar doch, und hier sind meine Schuhe. Alter, was ist das für eine Gegend, in der ich hier wohne? Oder arbeite? Vor allem, warum gehe ich so zur Arbeit?
Warum habe ich nicht Arbeitsklamotten oder normale Straßenklamotten an? Okay, also, ja, lauf weg. Das sind zwei Leute, Alter. Ich bin Boxer, aber ich weiß nicht, der hat einen Schlagstock. Ich meine, der hat einen Basie dabei. Der Nahkampfstock Magdeburg, wie man wurde früher genannt. Ich kenne doch gar nicht die Steuerung, was ich machen muss. Wollen die Tonnen brennen? Ey, wo wohne ich hier? Alter, ey. Furchtbar. Ja, das sind zwei Leute. Das wäre im Normalfall, würde ich sagen, ich laufe weg. Im Leben, im wahren Leben würde ich weglaufen. Ich würde mich nie in einem Kampf stellen, außer es. Selbst wenn es um Ehre geht, oder weißt du, die Gesundheit geht halt immer vor. Ich habe mich noch nie geprügelt in meinem Leben. Und ich bin einmal von einem Gruppe weggelaufen. Damals, da war ich noch so, weiß ich, 10, 12 oder so. Und ich wusste, habe gehört, dass da immer an dieser Stelle immer Beef gab, dass die Leute da verprügelt worden sind und den Leuten das Taschengeld und sowas, dass das Geld abgezogen wurde. Und dann bin ich mit dem Rad zum Fußballverein, zum Training gefahren. Und dann sehe ich dann nochmal zurück. Und gucke ich mich nochmal zurück, instinktiv, ich habe keine Ahnung wieso. Und dann sehe ich plötzlich, wie die alle so machen und dann auf mich zeigen und mir dann plötzlich hinter mir her sind. Und ich dann nur gesehen habe, wie die kommen. Und ich habe damals richtig gut trainiert und Sport gemacht und so weiter. Und habe dann festgestellt, so, hau besser ab. Und bin weggefahren mit meinem Fahrrad. Und das werde ich bis heute nicht vergessen. Ich bin über eine Straße gefahren. Ich habe nicht gesehen, ob rechts und links ein Auto kommt. Ich wollte einfach nur schnell weg. Bin über die Straße gefahren und habe verdammtes Glück gehabt, dass da kein Auto kam. Alternativ wäre gewesen, die hätten mir die Fresse poliert und ich hatte nichts dabei außer meinen Sportklamotten. Also da Handy hatte ich nicht zu der Zeit, Geld hatte ich nicht bei, weil ich ja zum Fußball fuhr und wieder zurück. Also was ich hatte, waren dreckige Sportklamotten, also müffelige Stutzen, Schuhe vielleicht noch dabei und das war's. Also die hätten nichts von mir bekommen, dann wären sie sauer gewesen, hätten mir nochmal eine gegeben, also gar keine Chance. Deswegen, ich bin zwar jetzt nicht so ein Real Life, so ein Typ wie er hier, aber ich würde trotzdem erstmal abhauen. Du bist nicht schnell genug, du musst kämpfen. Na gut. Tipp: Wähle jetzt die Talente, die du in der Kampfrunde benutzen willst. Fülle alle. Alter, die. Wie geil ist das denn? Wie hieß nochmal die. Wie hieß nochmal die Büroklammer von Microsoft? Die hatte einen Namen. Schreibt's mir in die Kommentare. Schreibt's mir mal in die Kommentare. Und ich überlege mir was für denjenigen, der hier als erstes kommentiert. Wie heißt die Büroklammer von Microsoft Office früher? Schreibt sie mir in die Kommentare. Derjenige, der das als schnellstes und richtig reinschreibt, der kriegt von mir ein Steam Surprise Key. Wenn du möchtest. Also ein Spiel von Steam. Überraschungs-Steam Key. So, also. Wir ziehen jetzt hier was rein. Achso, geht noch nicht. Talente sind in den verschiedenen Tabs sortiert. Offensiv, defensiv und so weiter. Okay, also. Das heißt, wir haben was? Aktive Talente. Hoher Schlag. Stärker als ein einfacher Schlag, verbraucht aber auch mehr Energie. Schlagmann, sehr stark. Okay, dann haben wir hier einen Tritt. Da habe ich noch gar nichts. Ausgewogene Taktik. Okay, wir haben hier einen Schlag. Hoher Schlag? Wo kann ich das? Da kann ich jetzt hinziehen, ne? Hallo? Achso. Okay, ein Schlag und was ist das? Ein Tritt. Tritt ist stark, aber verbraucht mehr Energie. Trefferchancen. Ja, okay. Hallo? 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 Ach, er hat diese Dinger. Ach ja, okay, er ist ja der Schlagmann. Entschuldigung. Habe ich jetzt. Habe ich nie im Schirm gehabt. Okay. Ja, dann, da wir sonst nichts anderes haben, kriegen wir noch hier einen Tritt. Gut. Ausgewogene Taktik. Oh. Wo ist das jetzt hin? Hallo? Da. Ja, dann, was ist das denn? Vorteile? Der hat noch einen Vorteil. Was mache ich denn jetzt? Achso. Warum ist denn der andere jetzt weg? Alter, der macht mich fertig. Okay, ich habe verloren. Du verlierst. Mama! Okay, ich habe auf jeden Fall Health verloren. Big Bo hat uns hier genutzt. Okay. Junge, deinen Namen werde ich mir merken. Ey. Das geht so nicht. Alter. Ja, das war schön. Da habe ich nicht aufgepasst. Ich sollte härter trainieren. Ja. Ziel erreicht. Erster Kampf. You've just finished your first fight. Now you feel strange. Okay. Du hast gerade deinen ersten Kampf gewonnen. Fühlt sich komisch an. Ich habe dich kämpfen gesehen. Das war beeindruckend. Ich habe doch verloren.
Ich hätte schon immer einen guten rechten Haken. Jawohl, mein Führer, ich hatte immer einen rechten Haken. In der Schule nannte mich man nicht früher Wiesel. Ja, stinkt ja. Ich sehe vielleicht ein bisschen dünn aus, bin aber sehr flink. Hey, du hast ziemlich starke Beine. Neuer Vorteil, starke Beine. Du hast noch nie einen Aufzug benutzt. Deine Beine sind richtig stark. Hey, hast du starke Beine, mein Freund. Okay. Mach dich frisch und komm dann in meinem Büro vorbei. Dann unterhalten wir uns mal. Neues Ziel. Triff Mick. Besuch Micks Büro. Und es wäre toll, wenn du Apu in seinem Laden besuchen könntest. Sag ihm, meine Fleischlieferung ist immer noch nicht angekommen. Apu. Apu de Bon Marché. Neues Ziel. Triff Apu. Okay. Das ist Apus Laden. Nein, das ist Micks Büro. Alles klar. Quick Mick, würde ich sagen. Supermarkt, dein Zuhause, Arbeit. Da haben wir es ja leider nicht hingeschafft. Ich hätte es ja gerne, aber ne, ihr wisst ja, wie es ist. Wenn man einfach mal hier durch die Straßen geht, dann muss man immer irgendwie Gefahr laufen, dass man irgendeinem Typen mit Schlagstock begegnet, dem man dann halt ja einfach mal die Fresse polieren muss. In diesem Sinne, erste Folge ist vorbei. Das Spiel macht Laune. Ich muss sagen, es ist überraschend gut. Und ich freue mich auf jeden Fall auf Teil 2. Wenn du auch Gefallen an diesem Let's Play gefunden hast, vor allem an diesem Game, dann gerne einen Daumen nach oben. Und wenn du nichts verpassen möchtest, dann würde ich sagen, ja, abonnieren, Glocke aktivieren. Und nicht vergessen, der Erste, der mir den Namen von der Microsoft-Büroklammer, ne, von früher in die Kommentare schreibt, kriegt von mir ein Steam-Spiel geschenkt, ein Surprise-Key zumindest. So, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ich freue mich bis der Folge 2. Also, bis dann. Ciao.